Ja. Tut mir leid, die Tür stand offen und... Ist schon gut. Dieser Ort ist ein sehr besonderer Ort. Dein Großvater und ich haben ihn genutzt, um uns auszuleben. Seit er verstorben ist, habe ich ihn für mich behalten. Er ist wie eine Art Tempel, wenn du weißt, was ich meine. Es ist nicht gut, das zu tun, vermute ich. Orte, Objekte, sie sollten viele Leben haben. Genau wie dieser Kassettenrekorder, den du gefunden hast. Ich hätte fragen sollen. Vielleicht, aber jetzt gehört er dir. Kommst du mit runter und reparierst mit mir das Kajak? Ja! Orte, Objekte, sollten viele Leben haben. Die grandiose Reporterin. Ich bin hier in der Höhle, um
eine Frage zu stellen. Oh, eine Reporterin. Was kann ich für dich tun? Oma, was ist eine Kelle? Eine Kelle? Eine Kelle ist eine kleine Schaufel. Eine Handschaufel sozusagen. Perfekt. Die hier hat eine lustige Geschichte. Dein Opa hat sie gekauft und am ersten Tag verloren. Sie war 6 Monate lang im Boden vergraben. Wie hast du sie wiedergefunden? Naja, ich habe das Gemüsebeet mit meiner Kelle umgegraben und dabei die andere Kelle erwischt, die er gekauft hatte. Was für eine Geschichte. Danke, Oma. Das war Mimi, die grandiose Reporterin. Es nimmt auf. Also, Edouard, wie fühlst du dich? Müde, aber fantastisch. Müde, weil ich 4 Stunden damit verbracht habe, dem langweiligsten Arzt aller Zeiten zuzuhören. Fantastisch, weil sie gute Nachrichten für uns hatte. Ausnahmsweise. Vollständige Remission. Vollständige Remission. Vollständig. Komplett. Was bedeutet, dass wir Weihnachten mit Mimi zusammen planen können? Das wäre wundervoll. Können wir die Aufnahme stoppen? Wieso? Ich fühle mich nicht gut. Kannst du bitte anhalten? Ja, sicher. Ich muss mich übergeben. Du hast heute aber gute Laune. Oh, ich habe mich an unsere Reise nach New York erinnert. Das Empire State Building und alles. Das war eine nette Pause hiervon. Oh, du konntest gar nicht aufhören, an deinen Garten und die Blumen zu denken. Stimmt doch gar nicht. Naja, vielleicht stimmt es ein wenig. Ich wünschte, Fabrice hätte mit uns kommen können. Er liebt die Staaten so sehr. 2 Wochen mit seinen Eltern in einem kleinen Hotelzimmer in Brooklyn zu verbringen, wäre vermutlich nicht sein Traumurlaub gewesen. Nun, es hat uns einige Streits erspart und... Was? Nein, nichts. Ich habe nur gerade gedacht, dass ich ihn vermisse. Auch wenn er deine Persönlichkeit hat. Oh ja, ja. Warte mal. Was willst du damit sagen? Nichts. Komm sofort zurück. Also, meine Damen und Herren, der Zug wird in Kürze den Bahnhof verlassen. Liebling, weißt du, wo mein... Was machst du da? Ich nehme eine Nachricht auf. Für den Zug. Ah, das ist eine großartige Idee. Warum guckst du, als hätte ich dich beim Fremdgehen erwischt? Ich weiß nicht. Es hat sich unsinnig angefühlt. Edouard, mein Geliebter. Alles, was wir machen, ist unsinnig. Du fährst einen Spielzeugzug, ich skizziere unmögliche Gebäude. Das nennt man Ruhestand. Es ist nicht wirklich Ruhestand. Und das weißt du auch. Für mich ist es das. Endlich kann ich Zeit mit meinem Mann und meinem Sohn verbringen. Was suchst du? Mein Füller. Den in deiner Brusttasche? In meiner Brust... Oh, ja. Genau den. Kannst du dir vorstellen, wie schlecht es uns ohne die ginge? Ohne wen? Diese Geräusche. Hör dir diesen Motor an, wie er schnurrt. Edouard, halt deinen Kopf nicht genau vor das Abgasrohr, sonst füllt es dir deinen leeren Schädel. Was machst du da? Ich nehme die Motorengeräusche auf. Du nimmst den Motor eines LKWs auf? Tja, mitten im schönsten Mondfeld, das du je gesehen hast? Diese Motoren werden verschwinden, Nora. Ich muss sie festhalten, für kommende Generationen. Glaubst du wirklich daran, dass unsere Enkel einmal weniger Motorengeräusche hören werden? Natürlich. In 20 Jahren, vielleicht sogar noch früher, werden die Autos leise sein. Und sie werden fliegen, nicht wahr?
Warum nicht? Als wir geboren wurden, gab es noch keine Kühl- oder Eisschränke und auch keine Waschmaschinen. Ich warte dann am Picknicktisch. Eines Tages wird sie erkennen, wie falsch sie lag. Warte. Hier. Es nimmt auf. Warum nimmst du auf? Ich möchte dich hören, wenn du es findest. Wenn du mein kleines Rätsel löst. Okay, schon gut. Leg los. Also, ich bin frisch, wenn ich heiß bin. Ist ganz einfach. Es ist immer einfach, wenn man die Antwort kennt. Das ist wirklich einfach. Gib mir einen Moment. Frisch, heiß, ein Haus aus Steinen? Nein. In unserem Haus ist es frisch, wenn es draußen heiß ist. Darum haben wir es gekauft. Das ist nicht die Antwort, nach der ich suche. Also, willst du einen Hinweis oder... Brot. Brot ist frisch, wenn es heiß aus dem Ofen kommt. Ah, gut gemacht. Sehr schönes Rätsel, gefällt mir wirklich. Sieh mal, da drüben ist ein Parkplatz. Wir haben wirklich Glück. Jedes Mal, wenn wir herkommen, finden wir einen Platz direkt vor der Tür. So viel Glück. Jedes Mal, wenn wir zum Krankenhaus fahren, finden wir sofort einen Parkplatz. Aber das meinte ich doch nicht. Komm schon, gehen wir. Also. Okay. Thank you.
Hopp, 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 hopp. Und jetzt die Wettervorhersage für den Südwesten. In den nächsten Tagen bleibt es heiß und sonnig mit Temperaturen bis zu 36 Grad Celsius. Genießen Sie das schöne Wetter, da das Tiefdruckgebiet über England schon auf uns zusteuert. Ah, das tut gut. Ach, richtig, das tut gut. Ich glaube, ich habe was im Wald gesehen.
Darf ich mal nachsehen? Das war bestimmt nur eine Katze. Aber mach ruhig, kein Problem. Amüsier dich. Mach ich. Danke.
Das ist... Wow! Wunderschön! Ich sollte ein Foto machen. Was machst du da? Das ist mein Platz. Keiner darf hier hin. Du bist der Dieb vom Markt. Ich bin kein Dieb. Sag das nie wieder. Ich leih mir nur Sachen aus. Leihen? Aber das ist doch kein... Ich bring die Sachen zurück und eine Entschädigung, wenn ich Culobres Schatz finde. Culobre? Ein riesiger Drache. Er schläft auf dem Grund der Dordogne und er bewacht einen großen Schatz. Groß genug, um die Leute am Markt zu bezahlen? Groß genug, dass jeder mich mag. Wirst schon sehen. Brauchst du Hilfe? Also bei der Schatzsuche? Hilfe? Du bist aus der Stadt, oder? Wie soll mir ein Stadtmädchen helfen, Culobre zu finden? Ich bin eine Entdeckerin. Du bist ja lustig. Doch, ich bin eine Entdeckerin. Wie wäre ich sonst hier hochgeklettert? Na gut. Gut. Vielleicht muss ich dich testen. Testen? Da ist ein Rätsel drin. Finde die Lösung. Dann entscheide ich, ob ich dir trauen kann, Stadtmädchen. Aber zuerst fang! Was zum... Mimi, alles in Ordnung? Keine Sorge, alles gut! Was ist los mit ihm? Er ist weg. Wir treffen uns morgen in meiner Geheimhöhle, wenn du mein Rätsel löst. Dem zeige ich's. Ich bin eine Entdeckerin.